Das kam von oben. Ich wusste jetzt, was ich sehen würde. Meine Achselhöhlen klebten. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich starrte den Aufzug an und wusste nicht, was ich machen sollte. Dann kam Steimle. Dozent, Oberarzt, derzeitiger Chef der chirurgischen Abteilung, Verfasser vieler wissenschaftlicher Arbeiten und ein Könner in der Lungenchirurgie. Von oben kam er herunter, als wäre er auf dem Weg zur Hölle. Er kauerte auf dem Boden der Kabine. Sein Körper lehnte in der rechten hinteren Ecke. Das Gesicht war an die Rückwand gepresst. Im Halbdunkel der Kabine war das Skalpell neben seiner Wirbelsäule kaum zu erkennen. Steimle.